Wer denkt bei dem Geschmack von leckerer Schokolade nicht an die gute vergangene alte Weihnachtszeit? Nun, ist ja alles schön und gut, aber das Problem ist natürlich die ganzen Funde, die auf den Rippen hängen bleiben. Nun, es gibt für Studenten eine gute Möglichkeit, schnell und effektiv diese überflüssigen Funde wieder loszuwerden. Und zwar mit dem Sportangebot der Uni. Weihnachten ist bekanntermaßen nicht nur die Zeit der Liebe, sondern auch die des fetten Essens. Zwar liegen die Festtage schon gut einen Monat zurück, doch was bleibt, sind die lästigen Pfunde. Dies belegt auch eine Studie des New England Journal of Medicine. In der Weihnachtszeit nehmen die Menschen im Schnitt 700 Gramm zu, aber nur 200 Gramm wieder ab. Doch wie kann der vielbeschäftigte Student, treu seiner Vorsätze, auch noch das letzte Pfund hinter sich lassen? Die Mitgliedschaft in einem regulären Fitnessstudio kostet pro Monat mindestens 17 Euro. Eine Alternative für den kleinen Geldbeutel bietet der Universitätssport. Dort belaufen sich die Kosten auf 20 Euro pro Semester. Wir haben mit Detlef Braunroth und Michael Schreier, beide Leiter des Unisportzentrums, über das breite Angebot gesprochen. Wir erwarten nach den Weihnachtsfeiertagen, dass der Run auf das Sportangebot so war es alle Jahre zunimmt. Und da hat man natürlich dann auch gute Vorsätze. Weihnachten, da ist gefeiert worden, man hat gut gegessen und dann sollen ein paar Pfunde weg. Und da gibt natürlich das Sportprogramm einiges her. Darauf sind wir aber eingerichtet. Wichtige Sportarten sind natürlich, wie gehabt, Spielsportarten, Ballsportarten, dann Sportarten im Fitnessbereich, Sportarten, wo der Tanz eine große Rolle spielt, eine große Ballette dabei, Kampfsportarten, asiatische Kampfsportarten und es gibt natürlich auch ein paar exotische Dinge. Wer sich lieber auf die Spuren unserer Ahnen als an die Fitnessgeräte begeben möchte, kann sich im historischen Fechten probieren. Der Verein Indes lehrt die alte Kampfkunst, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. Auch aktuelle Trendsportarten haben bereits ihren Weg in das Unisportprogramm gefunden. So auch der brasilianische Kampftanz Capoeira, der neben Fitness und Kampfsport auch weitere Elemente vereint. Du bewegst dich und es macht dir Spaß, du machst es in der Gemeinschaft. Da ist Musik, da ist Tanz, da ist Kampf dabei, es ist Ablenkung dabei, es sind Tricks dabei. Wir sagen, wir spielen Capoeira, nicht wir kämpfen Capoeira. Wenn du deinen Körper bewegst, bewegst du deinen Geist, bewegt sich alles andere, bewegt sich dein Stoffwechsel, bewegt sich deine Verbrennung besser und du bist fitter und leistungsfähiger. Aber es geht nicht nur darum. Das sieht alles ganz schön kompliziert aus. Gibt es nicht einen Geheimtipp, mit dem man relativ einfach die lästigen Pfunde wieder loswerden kann? Also, einen Geheimtipp gibt es nicht. Ja. Wenn es den gäbe, dann wie gesagt, wäre er geheim. Es gibt nur zwei wichtige Grundsätze. Das eine ist die Erhaltung der Muskulatur durch Sporttreiben und durch Krafttraining. Und das andere ist eben eine ordentliche, vernünftige Ernährung. Und diese Kombination wäre der Geheimtipp, wenn er den geheim wäre. Also, jetzt Gas geben, um fit in den hoffentlich bald kommenden Frühling zu starten.